Hallo, meine affenstarken Freundis und Freundinnen. Willkommen zurück. Dieser Vorraum hier hat es, soll es in sich haben, mit einer besonderen Fähigkeit. Aber bevor ich das tue, werde ich andere Dinge tun. Versuche ich es zumindest. Bei der Gerion ist der Meinung, ich solle mich bei Let's Play Castlevania Dawn of Sorrow erst einmal an den grauen Flecklein begnügen, die ich noch aufzudecken vermag. Aber ich tue es nicht. Ich will die Herausforderung gegen Edward mit den Son Goku Verschnaufsköpfen, Scherenhänden irgendwie hinkriegen. Hallo? Nö, nö, nö. Ah, komm nur. Warum hast du Kniegelenke? Ich meine, er hat Knie... Es ist wie eine Fig... Nee, Figuja, Figma. Nee, wie heißt das noch gleich? Ah, es ist ein Messerangriff. Moment, jetzt leicht schnell zu... Ah, geil! Meine Axt hat es vernichtet! Ja, nimm die! Verdammt, Scheiße! Ich wollte... Verdammt, das habe ich nicht ausgerüstet? Warum habe ich das nicht ausgerüstet? Ich habe gedacht, ich hätte es ausgerüstet. Axtritter? Achso, Gergott, stimmt, doch war das... Nein, und jetzt... Kamehame, bam, bam, bam! Das macht nicht viel Schaden, oder? Kamehame, bam, bam, bam! Es sind nur 8... Mich kriege Schadenspunkte, dann nimm dies, nimm das, nimm jenes. So, wir rüsten uns anders aus. Und zwar mit dem Mantricora Superschwanz. Yeah! Ah, er schmeißt! Ich schwanze! Soll ich ihn nicht angreifen, wie mir feine Spartaner Boy gesagt hat? Ja. Okay, nehmen wir mal das Schwanzi. Aua! Nicht so nah! Würden mir andere meine Leute sagen, weil ich glaube Vega Kuku oder sowas. Also ich soll ihn nicht treffen, wenn er blau leuchtet. Ui, da hat er eine richtige Kralle ausgepackt. Ja, Schwanzi, komm, ja, zack. Oh, weg mit dem Schwanz. Weil er sonst die Zeit für mich anhält. Ich weiß nicht. Oh Gott. Scheiße, ich hätte die Axt raus haben sollen. Aua. Okay, schwanze dich. Haha, ja, probier's doch. Es sieht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Okay, Scheiße, das ist schlecht, aua! Vega Goku meint, dass durch die Mystic News eventuell irgendwelche... News! Es wird knapp! Jetzt nicht mehr! Jetzt ist er hinüber! Doch nicht! Na! Warum macht er manchmal sein komisches Messerzeug? Oh oh! Das ist nicht das hier, sondern das, wo er die ganz vielen Messers reinwirkt! Und manchmal nicht. Vega Goku. Oh oh. Da kommt er wieder mit der Bossa Nova auf mich zugelaufen. Schwanzi. Ja. Ah, da kommt das Messer. Oh, da kommt noch was anderes. Ja, dabei. Oh mein Gott, ist der Boden voll mit Messern. Was ist das? Oh, weg. Ich habe schon wieder meinen spontanen Superschnetzelangriff irgendwie übersehen. Warum ist nichts passiert? Achso, jetzt. Moment, war das 100? 200? 1000 oder. Ach nee, das war sehr wenig. Okay, wissen wir Bescheid, dass es auch nichts tut? Dann schwanzen wir ihn. Manchmal. Ja, das ist Geschwindigkeit. Ja, ich bin einem verdammten Scheißmesser ausgewichen, guter. Oh, diesen nicht. Na, aber habe ich meine gute Rüstung? Na, hey, ich sollte zwischendurch ein bisschen. Auf. Aua! Ein bisschen. Los! Ein bisschen aufpassen. Jetzt aufpassen, nicht draufhauen, genau, weil er jetzt in den hier... ausgewichen, zack, zack, zack. Und da aus... Okay, es wird runterlaufen, glaube ich, in diesem Zusammenhang. Okay, er kommt wieder, Boss, auf mich zugelaufen. Vega Goku meint, dass die Mystic News eventuell... Eventuell irgendwelche Orte auf... Shit. Oh, shit. Irgendwelche Orte aufdeckt. Ich springe über dich drüber, Arsch. Die man vorher nicht gesehen hat. Ich weiß es allerdings nicht, weil da irgendwelche grauen... Scheiße. Otsch. No! Oh, ich habe ihn mit dem Fuß einen Schaden gemacht. Ja, und jetzt runter, genau. Ich sollte mich dran gewöhnen, unter ihm drunter durch zu jumpen. Den nächsten Versuch werde ich nur meinen Schwanz benutzen, weil der Rest einfach für den Arsch ist oder den Staubsauger. Aber der Staubsauger ist reich. Weiten. Technisch. Nein! Scheiße. Jetzt geht's los, jetzt habe ich die Axt. Ich werde die Axt benutzen, die Axt ist gut. Vielleicht die Mandragora. Ja. Ja, komm hier, ich zeig's dir. Oh, leck mich am Arsch. Nein, das wollte ich gar nicht. Bei 75? Das ist weitreichender Angriff. Okay, 75 ist gut, aber ich fände es geil, wenn diese Axt ihn zweimal... Los! Ah, das ist diese Scheiße.
Reichweite. Das ist nicht wahr. Oh, ich stehe richtig. Ich stehe richtig. Axt Triffin. Triffin Axt. Ja, mächtige Axt. Aber so wie sie... Ich hoffe, ich trotzdem schwanzen. Nimm dies. Weg. Und? Ja, mach so weiter. Warum macht er das manchmal nicht? Verstehe ich. Oh, aber das klappt. Ich tappe immer so... Ein bisschen zur Seite, das war... Scheiße, dieser Sprungangriff, der geht mir sowas von. Auf Sack und der. Oh, und die. Oh, alles, was er tut, geht mir auf den... Na, kann ich jetzt runter durch. Okay, wir schwanzen ihn jetzt. So, das ist Potenzierung von Schadenswerten. Ja, 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 ja. Ja, das ist... Ja, weiter, weiter, weiter. Go, go, Power, Schwanz. Okay, ganz leicht. Ja, ganz leicht in diese Richtung. Und jetzt macht er wieder... Ich weiß es nicht, es scheint die Phase zu sein, in der er genau das vorbereitet. Das trifft mich, glaube ich, jetzt, ne? Yeah! Oh, cool! Oh Gott. Was, im Erstversuch? Ja, 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 ja! Also ich meine, dieses dämliche Siegel. Ich habe es in den Zwischenzeiten geübt. Sehr, sehr oft. Und ich habe gedacht, das habe ich nie. Yeah! Das ist die Macht von Schwanz. Yes, ich habe die Macht von Schwanz. Und ich habe dazu die Macht von Zeit anhalten. Aber das sollte ich... Ich hatte gedacht, ich wäre hier zu früh bei diesem Boss. Aber er war ja irgendwie dann doch einigermaßen machbar. Jetzt habe ich die Macht von C4 erhalten und die kann die Zeit anhalten. Bevor ich jetzt irgendeinen weiteren verdammten Schritt hier weiter durchholze, hat man mir geschrieben, unter anderem der Final Spartaner, dass ich hier in diesem Raum war, es glaube ich, mit Hilfe der Mandragora-Fähigkeit, da ist sie. Ich werde sie einfach mal benutzen. Okay. Da hinten ist im Hintergrund was explodiert. Okay, die Macht des Hintergrunds erhöht meine Intelligenz und mein Glück. Ich nehme einfach nochmal wieder die Axtfähigkeit, weil ihr die unbedingt sehen wolltet. Okay. Wie zum Teufel soll man darauf kommen? Wobei, ich habe ja noch irgendwie die Mystic News gekauft, nicht geklaut. Bin ja nicht Dieb. Ich habe sie gekauft und das ist wieder... Also, sorry, okay, man sieht, dass da was im Hintergrund ist. Aber man sieht doch... Das, man erkennt es doch nicht, es sieht aus wie ein Stück Cape oder sowas. Wie soll man zum verdammt nochmal darauf kommen, dass man mit einer Explosion von der Mandragora etwas, was irgendwie 3 Kilometer weit im Hintergrund rumfliegt, auch töten kann? Ich kann nicht, was 3 Kilometer vor mir steht, damit töten. Dann würde ich mich ja damit auch töten. Aber ich gucke jetzt gerade mal. Mystic News. Exklusiv, unheimlicher Schneemensch entdeckt. Ach, sag an. Terrorwarnung, sein Name ist Mottenmann. Achso, das ist wahrscheinlich hier eine zahlreiche Sichtung der Kreatur oben am Höhe, okay. Das Wesen scheint von hellem Licht angezogen zu... Ist das der Mottenmann hier vorne? Hätte ich auch andere Fähigkeiten einsetzen können? Also ich meine, ich würde jetzt nicht die Mandragora-Fähigkeit mit hellem Licht gleichsetzen. Das war da verpaut und weg ist es. Naja, ist auch wurscht. Ich gucke mich jetzt hier mal in der Nähe um und erfreue mich an der neuen Fähigkeit, wo ich allerdings noch keine blasse Schimmer habe, wo es mich denn weiterbringen könnte. Aber ich... Moment. Wir rüsten uns mit... Nicht der Go... Moment. Das ist die... Ach so, das... verdammt, ich habe gedacht, das wäre eine andere Fähigkeit. Egal, ich hatte gedacht, ich könnte mein Glück so ein bisschen erhöhen anhand der dunklen Tumor. Ja, ich meine, das ist... Hui, das ist ja noch ein Gegner, den habe ich gerade übersehen. Wir versuchen, ihm nochmal eine runterzuhauen und vielleicht lässt er sein Seelchen fallen. Kommst du? Bist du weg? Lebst du noch? Ich glaube, ich habe ihn gerade umgebracht. Ein Hoch auf die Geräusche, denn darauf kommt es an. Anhand der schönen Geräusche erkennt der Herr die Mann, dass der Gegner nicht mehr leben tut. Und er leckt auch nicht mehr um sein Blut. Oh Gott, Fallen Spartan hat mir auch geschrieben, dass es hier unten eine ganze Menge von Versteinerungsgegnern geben sollte. Ich glaube, ich habe sie gerade gefunden. Okay, und deswegen soll ich diese Grabsteinfee-Seele mir besorgen, aber ich habe es jetzt gerade nicht getan, weil ich sie noch nicht bekommen habe und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt vorher noch irgendwie farmen gehen. Okay, entweder brauche ich... Nee, Quatsch. Er sagte mir, dass die Grabsteinseele das, die Versteinerung verkürzt oder sowas. Oder dass man nicht versteinert werden kann. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwas damit zu tun hat, dass man durch dieses Stachellabyrinth hier durchkommt.
ich hatte nochmal nach Aria of Sorrow nachgeguckt. Nämlich, ich habe gar nicht 100%, wie alle vermutet haben, von Aria of Sorrow aufgedeckt, sondern nur einen bestimmten Teil, nämlich den meisten Teil. Nämlich laut quasi Wiki und Zeug. Ich meine, ich kann die Zeit anhalten, ne? Das machen wir dann wohl auch. Allerdings noch nicht hier. Oder geht das auch ohne? Ihr will ich. Moment, ich werde die Herausforderung annehmen. Okay. Nein, das ist... Hä? Hab ich? Es geht doch ohne! Okay, ewiger Hangman. Wir haben zu oft Hangman gespielt. Nee, Moment. Ach stimmt, ich habe das auf A gemacht. Und ja, die Zeit wird angehalten, außer für alles, was interessant ist anzuhalten. Ist klar. Wie geht's denn hier jetzt weiter? Hey, Chopobo! Okay, hier waren wir schon mal. Dann geht's noch weiter tiefer runter. Weiter schöne Tiefe. Okay, schönen Mega Man Dash hier mal fortführen. Und dann wollen wir uns das so tun, was der Gary jetzt sich gesagt hat. Nämlich hier mal genauer. Oh, das macht Schaden. Nein, ich hätte gedacht, beim Boss wäre ich absolut unterlevelt oder nicht gescheit ausgerüstet gewesen. Stirb! Verdammt! Stirb doch! Wäre ich nicht gescheit ausgerüstet gewesen, weil der wahnsinnig wenig Schaden frisst von meiner Seite aus. Wo kommst du denn her, Feindy? Du nimmst doch normalerweise Reis aus vor dem Bernie-Chan. Komm! Hier! Na, willst du auch was vom... Oh, hier, yeah, er will Level up. Okay, wir haben es quasi aufgedeckt, anders aufgedeckt an der Seite hier. Jetzt, was haben wir denn noch auf der anderen Seite? Da komme ich jetzt von der Seite aus nicht ran. Da muss ich nochmal verdammt nochmal diese Scheiße nach oben hier. Ja. Nose. Nose. Ja. Okay. No, Mann, oh Güte. Ja, bringt es, glaube ich, einem auch nicht die Zeit anzuhalten. Wozu ist das Zeitanhalten eigentlich jetzt gut? Ich kann mir keine Stelle, mich an... Keine... Fuck. Oh, fuck. Man. Fool Dust. I hate it! Ich kann es nicht! Oh, ich kann es sowas von. Ja! Oh, fuck! Ich meine, yay! Geschick... Die Bahn ist geschicklich. Ist das zum Kotzen! Durch jede Scheiße kann man durchspringen, aber nicht durch... Die hier... Das darf doch jetzt nicht wahr sein! Oh, ist das zum Kotzen! Oh, falsches Fähigkeit. Dings! So, jetzt aber. Oh, schön ducken. Hör auf, immer meinem Kopf zu schweben, Damoklespendel. Nein, nicht. Ducken. Ja, wir haben es wieder hier rausgeschafft. So, ist mir deine Seele. Auf das ich dich nicht mehr... Komm. Warum müssen die verdammten Gegner immer außerhalb des Bildschirms rumeiern? Okay, schön weiter nach unten, Ja, ganz nach unten. Oh, Mystic News 3-3. Okay, was haben diese Mystic News hier zu... Oh Gott, ich kann noch ganz nach unten und Mist... Dafür? Dahin, wo ich gewesen bin. Wir werden uns die Mystic News an anderer Stelle noch einmal genauer angucken. Aber ich werde damit wahrscheinlich auch nicht wieder einen tollen, famosen, extrem geilen Gegner mir angucken können, weil ich natürlich die schizophrenen Nachrichten, die denn hier verborgen sind, nicht identifizieren oder interpretieren kann. Oh, diese Axt ist gar nicht so schlecht, wie ich es gedacht habe. Langsamer sind die Dinger nicht geworden, oder? Haha, ja. Ich habe es geschafft, weiter dran vorbeizulaufen. Ich bringe jetzt wahrscheinlich genau die Stachelzeit durch dich. Wundervoll! Mystic News aufgedeckt. Okay, dann haben wir noch den unteren Bereich. Upsi! Was soll ich noch? Ich habe diese Stelle hier. Diese geben auch keine Seelen, geben keine Erfahrungspunkte. Können die... Ich habe das Gefühl, dass generell die Drop-Wahrscheinlichkeit von Seelen bei Gegnern in diesem Teil des Spiels oder in diesem Spiel relativ für den Arsch ist. Hüppa, hüppa. Oh, war das knapp. Moment, hier könnte es was bringen, oder? Na, wenn ich denn die richtige... Da, wo es meiner Meinung nach Sinn machen würde. Das ist so eine... Das kann man doch nicht schaffen, diese Stelle, ohne irgendwie was so übel über die Rübe zu kriegen, oder? Das ist auch völliger Humbug. Mit der verschiedenen Hochtrabigkeit. Und dann, wenn ich hier den hier mache, da komme ich nicht weit mit. Und sobald ich das mache, bekomme ich eine über die Rübe. Wenn ich sollte meine Karte wieder einblenden, sonst sehe ich wieder mal nichts hier. Oh, nein. Also mir erschließt sich der Sinn dieser Zeitanhaltefähigkeit gerade nicht. Außer, dass man vielleicht irgendeinen Gegner aufhalten muss. So ähnlich wie in Illusion of Gaia oder Illusion of Time, wo man diesen Earthquaker braucht.
von Freed die dritte Fähigkeit, nachdem man die geilen Fähigkeiten hat, bekommt man diesen Scheiß. Und dann kann man nur irgendwie, wo man an Stellen, wo man irgendwie runter... Moment, das kann ich hier... Mit der richtigen Fähigkeit, mal gucken, ob der Boden da kaputt ist, gemacht werden kann. Nein, kann er nicht. Okay, okay, ja! Okay, wir gucken uns erstmal hier oben rum an. Ja, genau. Komm, Mr. Axe. Ich meine, Super Axe, ja. Verdammt, ihr könnt mich an ihn wieder vollsaugen. Aber mittlerweile sind unsere Halsschlagader durch trennenden Fähigkeiten so enorm hochgebügelt. Da kann man nicht mehr. Das muss man unterbinden, dass sie das tut. Das kommt so schnell da rausgeflutscht aus ihr, dass man dem nicht mehr ausweichen kann. Da bin ich jetzt ganz stark von überzeugt. Oder ich doch mal den Mittelgang unten angucken wollen. Wir gucken uns jetzt einmal... Ja, genau. Aus dem Nichts mal wieder. Aus dem Nichts die ganze Scheiße. Schose. Oh, das neue Link-Kostüm. Die Armeejacke. Ja, wer hat sie denn hier unterm Abfluss verloren? Der Abfluss-Bundeswehrsoldat. Toller Typ. Und er hat sein Vaterland furchtbar lieb. Wollte nie in seinem Leben was anderes sein. Und seine Machete haut auch gar nicht besser rein. Okay, Arsch. Oh Gott. Fuck. Achso, ich bin nicht mehr tot. Sehr gut. Weg, weg, weg. Erstmal Karte. Oh Gott, das habe ich nicht gesehen. Karte. Springen! Achso, das liegt an der Dusche, dass ich nicht springen kann. Ja, meine Schwäche ist Wasser. Genauso wie von Ranma. Ranma-chan! Mina-chan! Oh, das habe ich nicht gut machen sollen. Aber, hui! Also zumindest die Standardgegner werden davon weggeklatscht wie nichts Besseres. 35 Schadenspunkte wegen einem Standardgegner ist in Ordnung, wenn es schnell über den Jordan geht. Aber ich kriege natürlich keine Seelen, weil ich kein Glück mehr habe. Kein Glück-Tower. Nur ein schmuckloser Tower. Wollen wir da noch lang? Das scheint mal alles optionaler Schmuck zu sein. Okay, bis jetzt vermisse ich die Fähigkeit, nicht versteinert zu werden. Noch nicht hundertprozentig. Oh, das ist Kohlkopfrübenmann. So, die Axt schneidet sich in handliche Portionen. Ich sollte nicht von seinem Grünkohl erwischt werden, der eigentlich ein Blumenkohl ist. Ja, zu blöd, wenn man keinen Schmerzempfinden mehr hat. Gell, Freund? Oh ja, packen sie aber alles aus. Ich finde, diese Grünkohlfähigkeit könnte vielleicht interessant sein. Deswegen sollte ich sie mir vielleicht irgendwann mal besorgen, aber dazu soll ich auch Glück... Oh Gott, es ist Piraten! Arr! Guck mal, Pirate! Ui! Wie wär's mal mit Treffen? Guter. Achso, es tut doch noch was. Okay, diese Kiste kann ich nicht kaputt machen. Nicht gamatsch machen. Da komme ich auf diese Art und Weise wieder auf die Seite. Okay, dann mach ich. Nuss! Oh, fuck! Oh, runter! Oh, Wasser! Oh, Waterworld! Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, dass das jetzt gekommen ist. Okay, das geht da lang. Ich weiß nicht, im Wasser ist das... Das ist doch zum Kotzen! Oh Gott! Mach was! Oh, ich sollte jetzt tatsächlich mal ein Dings benutzen. Ich wollte diese... Oh Gott! Es ist einfach so eine abstrus große Menge an Scheiße, die hier einem zum Teil um die Ohren fliegt! Okay, ich habe die Karte aufgedeckt. Mehr will ich gar nicht. Lass mich in Ruhe, ich will durch die Tür. Ja, Tür. Danke, Tür, dass du ihn wegböllerst. Okay, sind wir wieder in Salatschüssel-Gegend. Gut, dann wollen wir mal die Gegend weiter auskundschaften. Könnt ihr eigentlich irgendwas außer sterben, sterben, sterben? Oh, ist das ein super Zombie? Nein, ist ein... Was ist das denn? Oh, die Ernte, es ist Erntezeit. Die Blutulmen wachsen heute wieder. Und dann sind sie verdorben. Nicht mehr zu gebrauchen. Natürlich kommst du genau da runter, wo du nicht runterkommen sollst. Okay, diese Türen lassen mich also auf die Art und Weise relativ einfach öffnen. Gut zu wissen, das. Ja. Ich bin ein Risikobert. Ich habe Geld ohne Ende farmen müssen. Und werde mir den Trank zur Not wieder kaufen, wenn wir an der Stelle angelangt sind, wo wir jetzt anlangen möchten. Also ich werde jetzt hier mal weiter. Ein altbekannter Gegner, Boy. Gerne. Gut und günstig. Lässt er sich vernichten durch meine mächtige Magie. Die keine Magie ist, weil Magie in diesem Spiel scheint... Nicht scheiße, nein. Aber mittlerweile scheint sie an ihrem Limit angekommen zu sein. Nachdem ich den letzten Boss quasi mit nichts wirklich irgendwie gut vernichten konnte. Oh, cool.
Also die Axt ist wirklich nett. Nicht weltbewegend, aber sehr nett. Und? Ah, Synchronsterben der wilden Tiere. Endlich Pferdegulasch. Da muss man vielleicht ein kleines bisschen nachfragen, warum dem so ist, lieber Metzger, aber es ist so. Wie komme ich denn jetzt noch... Achso, das ist die... Okay, hier waren wir quasi schon irgendwie mal. Aber es scheint mich nicht irgendwo hinzuführen, wo ich noch einen tollen Gegenstand bekommen könnte, so wie ich sehr einst vermutete. Und an... Natürlich! Oh, cool! Ohne auf Gegner werfen! Ihr könnt mich alle mal machen! Lululu. Ja, Würstenvernichtung! Was überlebt das nicht mit mir? Nicht mit mir, wenn es nicht mehr mittlerweile einfach. Zumindest liegt es, glaube ich, daran. Also hier. Ah! Hier sind wir. Ich hoffe, ich komme von unten nach oben, von oben nach. Oh nein! Oh ja! Yeah. Nochmal! Nochmal, nochmal, nochmal! Um den Scheiß zu treffen! Das ist eine Mimik, oder? Gut! Und eine Knarre! Pistole! Jetzt kann ich meine Gegner abknallen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das abknallt. Kotetsu, haben wir die Pistole? 80. Ich sollte mal gucken, ob ich die mit Seelen irgendwie verbessern kann. Wow. Naja gut, das sind zumindest Fernkampfangriffe. Aber ich komme hier von oben nicht nach da unten, würde ich mal vermuten, oder? Da war jetzt nichts, wo ich runter durchfallen könnte. Das ist natürlich ganz exorbitant toll. Hätte man nicht überlegt, davon... Wobei, Moment mal. Ich bin jetzt gerade mal... Ich sollte vielleicht mal gucken. Hier gab es ja diesen Boss. Bum, 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 bum. Hände hoch, sie sind verhaftet. Na gut, die lassen sich davon nicht unbedingt einschüchtern. Also die Knarre ist für den Arsch. Ich meine, Reichweite ist natürlich schön und so weiter, aber... Na gut. Okay, Kopfschuss, Headshot. Ich finde es irgendwie auf der einen oder anderen Art und Weise finde ich es irgendwie lustig. Aber der Schaden ist nicht so besonders lustig. Ja, Stier. Bleistier. Bleistifte werden zwar schöner, aber naja. Kann man damit eigentlich auch Wände einreißen, wenn sie einzureißen sind? Ich muss zu einem Speicherpunkt. Ich muss mal ganz schnell weg und wenn ich am Speicherpunkt gewesen bin, dann kann ich mal gucken, ob ich mittlerweile das richtige Siegel habe, um in diesen Raum reinzukommen. Ich glaube, da hat mir jemand geschrieben, ich müsste Minas Siegel irgendwie benutzen, um da weiterzukommen. Natürlich ist ja weit und breit wieder kein Teleportationsraum, ne? Wäre ja auch wieder zu einfach gewesen. Ah, Blei im Gemüse verträgt sich nicht so ganz, wie das hier ausscheint. Darf ich den ganzen Weg wieder weiter da durchlaufen? Oh. Oh. Hä? Verdammt! Selbst die Anfangszock. Oh nein, es wachsen die kleinen fiesen Knaben da dran. Ii. Nimm die! Ah, Fallbox! Oh, cool. Stärke reduzieren und Konstitution erhöhen. Der Wack-Wack-Baum. Wack-Wack. Das klingt jetzt nicht unbedingt gefährlich. Wack-Wack. Sind das Wack-Wacks? Oh, ich muss weg. Oh, ist... Guck mal, was ich hier habe. An Anti-Wack-Wack-Gegenstand. Ja. Stirb. Lasst mich durch. Ich möchte jetzt nicht noch mehr Tränke verbraten. Auch wenn ich beim Boss, glaube ich, keinen verbraten habe. Weg. Ich bin ganz lieb. Ganz lieb bin ich. So, jetzt muss ich nur auf diesen verdammten Weg. Aber hier kommen die Golems, oder? Ich meine die Baumdinger. Oh nein. Nicht mehr zumindest. Ha! Schieße. Ich schieße! Wow, den haben wir es gezeigt mit der Knarre. Ja, wir sind... Ah, hier waren die Baumdinger. Okay. Dann sind wir jetzt hier zumindest... Oh, was? 27 Minuten schon? Was für ein Scheiß. Okay, dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao.